Guten Morgen, Judith. Guten Morgen, Juan. Wir Golfer wollen den Ball weiterschlagen. Das ist einfach so. Nur hier auf Golf mit Freude zeige ich ganz viele Tipps, wie man den Ball mittiger, gerade und weiter schlagen kann. Aber was ist aus deiner Sicht als Physiotherapeuten und als Golferin einen guten Weg, irgendwie Schlägerkopfgeschwindigkeit zu schaffen? Aus meiner Sicht ist ganz wichtig die Bauchmuskulatur und im Bereich besonders die schräge Bauchmuskulatur. Und du redest jetzt über Geschwindigkeit. Genau, also Geschwindigkeit, schnellere Rotation. Und dann ist zwar auch die Stabilität, aber ich muss ja die Bewegung machen und dazu ist ganz wichtig, dass ich die schräge Bauchmuskulatur auch optimal einsetzen kann. Dafür ist es halt wichtig, diesen Bereich besonders zu kräften. Hast du einen Tipp für mich, für den Golfer zu Hause, ja, was zu Hause gemacht werden kann oder wie hier auf der Driving Range? Ja. Braucht man diese Dinge? Man braucht sie nicht zwingend. Alle Bauchmuskelübungen kennen wir sehr viel, schräge Bauchmuskel gerade. Ja. Aber ich persönlich finde es immer sehr schön, weil wir in eine andere Position kommen. Ein Petsi-Ball oder einen großen Medizinball geht auch dazu zu nehmen. Boden, Matte, genau. Alles gut. Ich denke, als ernsthafter Golfer ist sowas einfach notwendig. Ja, ja, kriegt man heutzutage überall. So, ich bin dein Opfer. Ja, ich freue mich. Mach mich bitte schneller. Mach mich schneller. Wichtig ist, dass wir sie erst vordehnen, damit wir hinterher zur Kräftigung kommen. Besten wäre, wenn wir drin sind, stellen uns einen Türrahmen vor. Ja, sag weiter. Wir machen das jetzt einfach mal hier und dann schauen wir zu. Du stellst dich. So, wir dehnen uns zuerst. Ja. Und dann hast du eine Übung für die Kräftigung. Genau, damit die schräge Bauchmuskulatur in Schwung kommt. So, du stellst dich einfach mal hüftbreit. Ich stehe mal so lieber. Genau. Stell dich nicht zu breit, weil wir wollen jetzt dehnen. Wir wollen jetzt nicht weiter vor. Wir wollen jetzt dehnen. Ganz leicht, die Knie sind gebeugt. Und jetzt nimmst du die Seite, also, wo du... Kein Golfstand. Ja. Nimmst die Seite, die du dehnen möchtest, sprich diesen Bereich hier oben. Was dehnen wir? Seitliche oder frontal? Wir sehen jetzt die seitliche, die frontal ist ein bisschen mit drin, aber obere Bauchmuskulatur im Schwerpunkt. So, du dehnst hoch. Gehst schon mal rüber. Hier stellst du den Türrahmen vor, okay, dass du da so festhältst. So oben strecken. Oben und rüber. Okay. Genau. So, dann hast du hier schon mal eine Vordehnung. Du bleibst hier oben. Genau, dreh dich mal um. Du bleibst hier oben. Und jetzt, hier verändert sich nichts, gehst du leicht in die Knie. Dann machst du noch mehr hier die Streckung von der Bauchmuskulatur. Okay. Ja? Genau, das sieht ein bisschen seltsam aus. Und jetzt im Gegensatz zu wie sonst, ziehst du jetzt mal den Bauchnabel rein, also das Schambein drückst du nach vorne. Dann kommt noch mehr Stress, noch mehr Dehnung hier rauf. Oh ja, ich spüre es. Na? Genau, dass du da das hast. Und dann hältst du es oben einfach. Bleibt nichts. Aber je mehr ich hier oben strecke, desto mehr spüre ich es. Zieht es, genau. Und wenn du etwas mehr in die Knie noch gehst, hast du es noch mehr. Ja. Ja? Genau. Diese Übung immer ganz wichtig vor der Kräftigung. Wenn wir die ganzen Sachen also so dreimal die Woche machen, dann ist das immer die Übung vorweg. Und das solltest du ruhig so also 15 Sekunden halten. Dreimal in der Woche? Ja. Einmal machen, 15 Sekunden halten. Genau. Umso länger du es halten kannst, umso besser ist es. Pausieren. Und, das Ganze, genau. Und dann wieder 15 Sekunden. Und dann kannst du es nochmal. Und das machst du dreimal. Dreimal. Und dann Seite wechseln. Richtig, ganz wichtig, immer beide Seiten. Die Knie. Genau, strecken, erst strecken, dann die Knie und dann hochziehen. Das Becken, genau. Und da oben halten. Halt es da oben, genau. Und dehn dich hier raus. Genau. Du zu Hause kannst das wunderbar mitmachen. Und halten. Jawohl. Das ist echt gut. Ja. Dann hast du oben die. Okay. Wunderbar. Wenn du das hast, hast du eine gute Vorarbeit geleistet. Und dann gehen wir auf die Matte. So, du rollst mal nach vor. Genau. So, wie breit muss man? Genau, du variierst es für dich möglichst breit, dann ist es stabiler, sag ich mal. Wenn man das erste Mal es macht, möglichst breit stehen, damit man es sehen kann. Okay. So, die jetzt. Steigerung ist enger. Genau. Alles klar. Dann hast du eine schöne Stabilität. Ja. Jetzt rollst du dich mal nach hinten rüber. Gehst mit den Füßen genau ein bisschen näher an. Okay. Und du rollst schon so weit, genau, dass die Schultern nicht mehr drauf sind auf dem Ball. Ja. Das war ein bisschen. Okay. So, jetzt nimmst du die Arme vor den Körper. Genau. Beugst sie an, nimmst die Ellenbogen ein wenig so zusammen. Genau, so dahin. So,
hier mit den Schultern und Armen verändert sich nichts mehr. Und jetzt ziehst du, du kommst nach vorne hoch und ziehst den Bauch da zusammen. Genau. Und wieder zurück. Gar nicht so weit. Weil wir wollen jetzt hier oben die oberen Anteile der Bauchmuskeln haben. Mein Rücken bleibt gerade. Ja, der zieht sich rein, ne, da, aber du fängst von oben an. Jetzt hast du die geraden Bauchmuskeln. Jetzt wollen wir aber die schrägen, weil die ja zur Rotation mehr. Also ziehst du die gleiche Bewegung mit dem Ellenbogen Richtung linkes Knie. Dahin, genau. Nur bis dahin. Und wieder zurück. So, wie oft? Jawohl, da kannst du ruhig auch wieder, wenn du anfängst, so 5 Wiederholungen machen. Dann eine kleine Pause. Wichtig ist schön langsam dabei atmen. Genau. Und halten. Hi. Und ein Momentchen halten und wieder runter. Umso fitter du wirst, umso mehr Wiederholungen kannst du machen. Okay. Aber so würde ich anfangen mit 3x5. Ja. Genau. Wichtig ist hinten bleiben. Bleib da hinten und komm von da aus hoch. Genau. Dahin und langsam. Gar nicht zu hoch. Das Wichtige ist, dass die Schultern hinten bleiben. Nimm die Schultern wieder zurück. Ja. Und A her. Für dich zu Hause, das ist der wichtigste Fehler, sage ich mal, dass man immer gerne dahin geht. Du sollst von hinten anfangen. Schulterblätter zusammen. Sammeln und dann hochkommen, weil dann hast du den oberen Anteil. Okay. Wunderbar. Und ganz automatisch kräftigt sich dann die Bauchmuskulatur. Du hast mehr Schwung dabei, mehr Schräge und mehr Rotation, damit mehr Kraft dahinter ist. Schnelligkeit. Genau. Vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Okay. Viel Spaß beim Umsetzen. Tschüss. Und starten schnell werden. Wunderbar. Dankeschön.